Herzlich willkommen zum JavaScript-Tutorial. In dieser Folge möchte ich euch die arithmetischen Operatoren vorstellen. Davon gibt es 7 Stück. So, die 4 Grundrechenarten sind dabei: Plus für Addieren, Minus für Subtrahieren, dann dieser Schrägstrich für Dividieren und das Sternchen für Multiplizieren. Addieren und Subtrahieren lässt sich leicht merken beim Dividieren und Multiplizieren. Naja, ist ja. Kommt man schnell dazu, dass man das eben ganz natürlich verwendet. So, es ist eben Computersprache und dieses Doppelpunkt und was wir für das Dividieren verwenden bei uns in der Mathematik, das ist sonst anders besetzt. So, also, deshalb hat man hier andere Symbole genommen für das Dividieren und Multiplizieren. So, das sind die ersten 4 Operatoren, die ersten 4 arithmetischen Operatoren. Es gibt noch 3 weitere, und zwar einmal plus plus für das Inkrementieren und minus minus für das Dekrementieren. Das ist einfach, Inkrementieren heißt, dass ein bestimmter Wert plus 1 gerechnet wird, und Dekrementieren, dass ein bestimmter Wert minus 1 gerechnet wird. Das hat man eben ganz häufig, dass man einen Wert um 1 hochrechnen muss oder um 1 herunterrechnen muss. Deshalb gibt es hier dafür extra Operatoren. Und Modulo heißt, dass man den Rest berechnet. Also wenn ich sozusagen etwas teile, und dann wird daraus der Rest berechnet, also das, was übrig bleibt bei einer ganzzahligen Teilung. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. So, als allererstes kann man sagen, so, dass ich zum Beispiel 5 plus 10 einfach hier auch so ausrechnen lassen kann. Das gibt dann 15. Oder ich könnte sagen 10 minus 5. So, dann bekomme ich 5. So, oder ich sage 5 mal 5, das ergibt 25. Und genauso kann ich sagen, ja, sagen wir mal 40 geteilt durch 5. Das ergäbe dann 8. Ich kann natürlich auch Kommazahlen machen, also nicht, dass ihr denkt, es geht nur mit ganzen Zahlen, sondern ich kann auch zum Beispiel schreiben 5,3 minus 7,3, dann bekomme ich hier minus 2 heraus. Und achtet bitte darauf, dass das, wo wir in die Zahl ein Komma setzen, also wo wir sagen, das ist hinter der Kommastelle, benutzt der Computer einen Punkt, also nicht kein Komma, sondern einen Punkt. Das ist auch noch so eine kleine Umstellung, auf die wir achten müssen. Also die Kommazahlen sind ja eigentlich Punktzahlen. So. Und natürlich kann ich auch sagen, 60 geteilt durch 7, 7, so, und dann bekomme ich eine Kommazahl heraus. So, wenn ich eine Zahl 1 habe, so, die ist jetzt 5, und ich benutze diesen Inkrementoperator, dann kann ich das so machen: Ich schreibe einfach den Operator dahinter, plus plus. So, und wenn ich mir jetzt die Zahl 1 ausgeben lasse, dann habe ich hier nicht mehr eine 5, sondern eine 6. Und ihr seht, er hat das wirklich um 1 erhöht. So. Genau dasselbe kann ich auch mit dem Dekrementoperator machen oder dekrementieren. So, es gibt ja mir noch 6 heraus, aber wenn ich jetzt mir den Wert von Zahl 1 ausgeben lasse, dann ist er 5. So, wo der Inkrement- oder Dekrementoperator sitzt, dort wird auch gerechnet, und wir gucken mal, ob das funktioniert. Jetzt müsste er ja eigentlich 4 herausgeben, und tatsächlich ergibt 4 heraus. Wenn ich also den Dekrementoperator vorher hinsetze, dann rechnet der vorher die Zahl runter. Wenn ich ihn hinterher hinsetze, dann rechnet er erst hinterher die Zahl runter. Und darauf muss man so ein bisschen achten, wenn man den benutzt. So, aber es ist eine ganz praktische Sache für das Programmieren. So, was macht der Modulo-Operator? Wenn ich 15 durch 4 teile, dann bekomme ich dort
3,75 heraus. So. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt nur wissen, wie viel mal oder was geht nicht in die 15 hinein. Also ich bekomme sozusagen dreimal passt die 4 in die 15 hinein und das vierte Mal eben nicht mehr vollständig. Und dann kann ich mir den Rest ausdrucken lassen oder ausgeben lassen und das ist 3. Ja, also 15 geteilt durch 4. So. Dreimal passt es hinein und der Rest, der übrig bleibt, ist 3. Dasselbe könnte ich euch oder kann ich natürlich auch zum Beispiel machen, wenn ich jetzt 14 geteilt durch 4 rechne, dann müsste er mir als Rest 2 rausgeben. Tatsächlich macht er so. Ja. Der Modulo-Operator wird häufig vergessen, ist aber auch ein unglaublich praktischer Operator bei bestimmten Operationen. Also erinnert euch bitte daran, dass es den auch gibt. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit den Zuweisungsoperatoren. Bis dann.